his sinning. Always running round with the other man's women. He was playing with fire. He was playing with fire, yes, yes. When you're playing with fire, you'll have a smoking good time. Havanna und Zigarren. Die echten Havannas, ein weltberühmter Exportschlager. In der Provinz Pinar del Rio im Westen der Insel wachsen die besten Tabake der Welt. Das Renommee der großen Marken wie Monte Cristo, Uppmann, Partagas und anderen ist trotz Revolution ungebrochen. Hier sieht man die Arbeit, die international als das Rollen der Zigarre bekannt ist. Ein besonders kräftiges Blatt dient als Einlage, die dann in Blätter verschiedener Farbe eingerollt wird, um wie bei Kaffeemischungen eine gleichmäßige Gärung zu gewährleisten. Eine Presse aus Zedernholz nimmt die roh gerollte Zigarre auf. Dann schneidet der Tabakero mit seinem Rundmesser das Deckblatt für die Seite des Mundstücks zurecht und klebt es mit weißem Pflanzengummi fest. Mit einem abschließenden Hieb wird die Zigarre an der Feuerseite beschnitten. Die Kunst, das Deckblatt anzubringen, ist entscheidend. Die Fingerfertigkeit der Dreher zahlt sich für den Staat aus. Der Zigarren- und Tabakexport sichert ihm jährlich Einkünfte von über 100 Millionen Dollar. Die Arbeit als Tabakero ist nicht nur wegen der hohen Arbeitslosigkeit begehrt. Es ist ein Prestigejob. Während ein Mitarbeiter aus Zeitungen und Büchern vorliest, eine Errungenschaft, die sich die Arbeiter bereits im 19. Jahrhundert erkämpft haben, drehen bis zu 500 Männer und Frauen durchschnittlich je 200 Zigarren pro Tag. Während der Arbeit dürfen sie so viele Zigarren rauchen, wie sie wollen. Der Konsum ist stetig hoch, obwohl Castro 1985 das Rauchen aufgegeben hat und heute öffentlich Front gegen das Rauchen macht. Um die Qualität der Zigarren zu überprüfen, hat jede Zigarrenfabrik eigens dafür abgestellte Testraucher. Ein Job, den viele Zigarrenfans sicher gerne übernehmen würden. Die Behauptung, dass früher Mulattinnen die Zigarren auf ihren Schenkeln rollten und ihnen dadurch das unvergleichliche Aroma gaben, gehört ins Reich der Legenden. Erst heute findet man unter den Tabakeros auch Frauen. Die Zigarren werden exakt vermessen, denn schließlich sind sie in Handarbeit entstanden. Aber Maßarbeit passt. Die fertigen Zigarren werden dann nach farblicher Übereinstimmung sortiert und in ein Kästchen aus Pinienholz gelegt. Vor dem Versiegeln wird zur Erhaltung des Aromas ein Stück Zedernholz beigelegt. Luxusverpackungen für braunes Gold. Die besten Zigarren erhalten eine Papierbanderole der entsprechenden Marke. Fertig ist der begehrteste Exportartikel aus Havanna. Neben Fidel Castro mochte auch Che Guevara die starken Puros. Die Ärzte hatten ihm allerdings verboten, wegen seiner ständigen Asthmaanfälle mehr als eine Zigarre pro Tag zu rauchen. Che, von dem behauptet wird, dass er nur die stärkste aller Zigarren richtig genießen konnte, hielt sich streng an die Vorschrift der Ärzte. Er rauchte nur noch eine Zigarre am Tag. Die Zigarre ließ er sich allerdings speziell für seine Bedürfnisse rollen. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, soll sie über 30 Zentimeter lang gewesen sein. Die Zigarrenproduktion steht heute, wie fast alles, unter staatlicher Kontrolle. Aber nach dem Urteil Sino Davidovs entspricht die Qualität der